Nein, nein. Kann ich mich irgendwie teleportieren? Nein, du Ist kannst das eine ihn nicht Teleportation? teleportieren. Oh Gott, ich werde angegriffen. Jetzt hast du mich. Scheiße. Los, nimm auf! Ich nehme schon auf, Johnny. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Runes of Magic. Mein Name ist Max, ist halt hier bei Little Cookie Gamer. Und ja, es hat ja ein bisschen gedauert, seit die letzte Folge geladen wurde von uns. Aber ich habe ja schon in einem kleinen Infovideo gesagt, Und ich habe einen Aim-Button. Ja, deine Mutter ist ein Aim-Button. Ich habe einen Aim-Button. Ich habe ja schon erzählt, dass ich ein paar Probleme hatte und... Ich habe einen Aim-Button. Der Aim-Button, oh, ganz ey, ehrlich, alle Leute. Ganz ehrlich, ich hasse dich so, ne? Ganz ehrlich. Mein Aim-Button war ganz tolle Sache. Du hast, deine Mutter hat einen Aim-Button, ey. Zwei Aim-Button an ihren Titten. Oh. Nee. Hä? Einfach Tab ist doch ein Aim-Button, oder nicht? Aber mein, jetzt habe ich so einen coolen Knopf an Seite meiner Maus. Da klicke ich rauf, was du willst. Ich kann den auch an meine Tastatur machen. Weil das Coole ist... Meine Tastatur hat so einen komischen Knopf, den keine andere Tastatur hat. Ach so. Weil das ist so eine Tastatur, die komplett sinnlos ist. Aber man hat, wenn man es hat, ne? Dann hat man's. Wenn man es hat, dann hat man es ja voll sinnlos. Ey, der hat noch zwei Leben, töte den mal. Okay. Mann, ich ist schon tot. Schafft's geil. Naja, auf jeden Fall war das bei mir so. Nein, oh, jetzt lass mich doch erstmal ausreden, du scheiß behinderter Spast, fecker Arschkacke Wurst. Mann. Danke. So. So gestern. Deine Eltern schlafen, Max. Meine Eltern schlafen gar nicht. Ich töte dich. Ich töte dich. Ich habe gestern Bananenshake gehabt. Ich töte dich einfach. Max, nimm mal die Quest an. Ich hasse dich so sehr. Ich wollte doch... Nö. Ich hatte ganz viele Probleme mit dem Spiel, ne? Ich hatte den Support eingeschrieben. Ich habe alles gemacht. So. Was ich erzählen wollte. Fick dich, Johnny. Ja, ich weiß. Meine Fresse. So, jetzt lass... Oh, jetzt habe ich Kopfschmerzen. Ja, ich weiß. Jetzt lass mich ausreden. Ich trinke jetzt was. So, ich hatte das Problem, dass der Download bei mir immer alle 10 Sekunden, nein, 10 Minuten ungefähr abgekackt ist und ich mein PC immer erst wieder neu hochfahren musste, damit der Download weitergeht. Und das hat ein bisschen lange gedauert und ich bin jetzt nicht gerade voll happy darüber, aber es geht und das hat mich nicht geschädigt. So, und dann haben wir ein spezielles Dankeschön. Johnny fängt an. Ganz ruhig, wie ein Betrunkener. Wahnsinn. Johnny fängt an zu reden. Wie ein Betrunkener. So, nochmal ein spezielles Dankeschön. An das Forum, war es Forum? Support. Sag ich doch. Die Herrn Mitranski so schnell geantwortet haben. Ja, das ging echt schnell. Ich glaube, innerhalb von 8 Minuten haben die echt geantwortet. Das ist echt... Ich finde das eigentlich ziemlich geil. Super. Voll Daumen hoch und so an den Support von Gameforge. Los, liked! Like das Video, dann liked ihr auch automatisch den Support von Gameforge. Wenn wir jetzt nur Dislikes kriegen. Max, Max, komm mal her, komm mal her! Max! Hast du einen Bär gefunden? Ja, nee, komm mal her! Wo bist du denn? Ja, hinterm Zelt. Deinem... Jom! Wenn ich runterspringe, dann muss ich voll den langen Weg laufen. Johnny, nein. Nein, Johnny, nein. Scheiße. Ich komm hier nicht mal hoch. Ich würde das Video einfach cutten. Deine Mutter, ne? Ich komm wieder Deine hoch. Mutter, nein, nein. Ich bin runtergeglitscht. Was denn für ein hässlicher Oh Mann. Ich bin unten. Das ist so scheiße. Jetzt bin ich runtergeglitscht. Was für ein scheiß Fick-Arschkacke. Ach lol, wir müssen wieder so ganz lang gehen. Nein, Johnny. Soll ich das jetzt einfach kurz cutten? Nein. Ja, okay. Okay, wir sehen uns gleich wieder. So, hallo und herzlich willkommen zurück. Überhaupt nicht unauffällig. Johnny hat gerade irgendwas über Schwänze gelabert. Ey, weißt du eigentlich, in dem Gebiet hier muss ich Quests machen. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt gerade sind. Stopp, ich auch. Hier, dieses weiße Ding hier, das muss ich anklicken. Also ich muss diese Mongos hier töten. Ja, oh, scheiße, das weiße Ding muss ich auch. Ich klicke dieses weiße Ding. Ey, fick dich. Nee, ich muss da hinten noch eine Quest annehmen. Folgt mir. Nein. Ich habe keine Ahnung, was du meinst, wo du Quest da, annehmen Da, guck auf willst. Die Map, guck auf die Map, da, guck auf die Map, da. Da ist bei mir noch ein Quest. Bei dir auch? Nein, ich habe keine Ahnung, wo du meinst, weil ich jetzt erstmal... Guck auf die Map! Achso, ich muss Eiszwergenblut sammeln. Ich guck doch jetzt hier auf die Map, bin ich behindert. Guck auf die Map! So, wenn ihr Umschalttaste drückt... Guck auf die Map! Und
Oder kann man auch so einfach. Nee, man kann auch so einfach den Klick machen. Ja, ich weiß. Oh Gott, bin ich behindert. Guck da, 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 da. Ja, genau da. Aber da habe ich schon alle Quests ab. Ach so, den habe ich schon angenommen. In der Folge, als du nicht dabei warst. Ja, dann gehe ich da jetzt hin. Ich war voll frech. Ja. Voll ja. Böse. Ja. 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 Wolltest du mir damit jetzt irgendwas sagen? Looks a little Tim Tim try to the virus song. Schön. Ja, dafür musst du dich auch entschuldigen. Deine Mutter stinkt nach Backfisch aus dem... Boah, ey, nee. Doch. Aus anderen Körperöffnungen. Boah, ey. Nicht aus dem Arsch? Nee, muss auch schon richtig riechen das nächste Mal, ne? Okay. Boah, ey. Soll ich jetzt den Quest an, dann fick ich dich. Du kannst mich gar nicht ficken. Ich kann nicht. Ich hab meinen Arschloch zugenäht. Ja, das denkst du, das hindert mich. Ich ja. Stoß so deftig zu, ey, das reißt alles. Mann, das ist voll eklig. Halt's Maul, sonst krieg ich Kopfkino. Ah, nee. Fick dich. Das verweigere ich jetzt beabsichtigt meinem Kopf. Nein. Der Grund für die Angriffe der Zwergen. Danke. So, ich bin gleich Level 25, wollte ich mal sagen, damit ich jetzt auch mal ein bisschen was Produktives hier sag. So, das reicht aber für diese Folge. Warte, ich komm von oben. Ja, ich komm von hinten. Wo bist du überhaupt? Lol, hör mal auf, dich zu bewegen. Dann kann ich ja gar nicht von oben kommen. Lol, ich laufe in die falsche Richtung, vielleicht da rum. Vielleicht bin ich auch so, ich beweg mich. Ja, ich bin jetzt wieder da, wo wir sowieso schon Zwerge, glaube ich, getötet haben, in der ersten Folge. Ja, ich kann nicht, vielleicht... Oben. Johnny, hast du überhaupt einen Timer gestellt? Sollte ich das? Ja, du bist doch jetzt der Timer. Ja, aber ich komme da mal wieder aus dem Ding raus, wo du gerade drin warst, weil ich stehe gerade... Ja, aber hier sind Eiszwerge, ich mag Eiszwerge. Timer wird jetzt gestartet, wir haben schon ganz eine Sekunde aufgenommen. Oh, cool. Dann nehmen wir jetzt einfach noch... Kann ich damit vorspulen? 10 Minuten. Wie lange wollen wir aufnehmen? 10 Minuten? Ja, 10 Minuten. Passt. Passt. Ich kann aber runden machen. Das passt. Ey, komm jetzt mal wieder raus. Ich muss dich. Ja, ich bin auch schon auf dem Weg, deine Mutter. Ja, beeil dich mal, damit ich von oben. Ach, da bist du schon. Du willst mich penetrieren von oben. Das finde ich aber geil. Ich komme, guck nach oben! Wo bist du denn noch da hinter mir? Toll, jetzt habe ich das nicht gesehen. Mach nochmal. Okay, warte. Ja, wir müssen nach da, ich weiß das. Herr Johnny, ich weiß, warum wir nie irgendwie ein hohes Level erreichen, ne? Ich spring da runter. Lol. Ey, soll ich mir runterspringen? Nein, Johnny, lol, ich wurde geglitscht. Ja, komm, wir machen nichts Produktives. So, soll ich diesen Glücksbringer aufsammeln oder nicht? Jo. Ich bin der Liebesbote. Was zum Teufel? So ist mein, wie heißt das hier, Status? Bei WhatsApp? Nein, hier bei über mein Charakter. Da steht Liebesbote. Ach, echt jetzt? Ja, guck doch! Oh, lol. Bei mir steht Homo Novus Bericht. Ja, ist voll scheiße, ey. Liebesbote. Ey, ich bin Homo und du bringst mir die Liebe, die ich brauche, okay? Ja. Oh. In dein Popoloch. Ja, das will ich aber nicht. Ja. Ich will's nur in meine Harnröhre. Was? Oh, ich glaube, wir haben heute irgendwas genommen, oder? Ja. Ich setze deine Sonnenbrille auf, dann fühle ich mich schon viel cooler. Warte, 3. Ich setze jetzt eine Sonnenbrille. Oh. Geil. Alter, ich bin auch geil. Ich jetzt bin richtig, jetzt richtig hardcore. Mach ich so ein harter, ne? Ja. Boah, das ist jetzt alles voll dunkel, ich setze Sonnenbrille. Dann nimm sie wieder ab. Okay. Jetzt fühle ich mich aber wieder voll uncool, ey. Ja, du musst dich entscheiden, entweder was sehen oder uncool. Oder cool fühlen, so. Piss dich, das ist mein Sack. Geh weg. Ich hasse dich. Du hast meinen Sack geklaut. Ja, meine, ich will irgendwas sagen, aber mir fällt gerade nichts Schlagfertiges ein. Ja, deine Sachen sind doch nicht schlagfertig. Meine Sachen sind schlagfertig, zum Beispiel ihn. Ich wollte ja Schinken sagen, aber Schinken wäre einfach zu einfach gewesen. Nee, meine Sachen werden schlagfertig gewesen. Ja, ne, ja. Dela-Mann. Fuck. Er greift mich an! Los, töt ihn! Ich hab Angst. Boah, aber ich habe beide gleichzeitig gekillt, das war alles mein Verdienst. Toll, jetzt habe ich mir jetzt extra noch Zorn hinzugefügt, was mir jetzt nichts gebracht hat. Ja, das war alles wegen mir. Ja, stimmt. Das ist deine Schuld. Tim, ich mach mir jetzt groß, boom. Ich
sammle jetzt diesen Sack ein. Wenn du diese Briefe sammelst, so alles Gute und so, ne? Die sind für das Event. Oh Gott, ich glaube, ich brauche bald eine neue Tasche, Mann. Shit. Wenn du diese Dinge einsammelst, so alles Gute, so alles, was es zum Event gab. Fick dich, du scheiß Gnomen-Ficker. Ich nehm diesen Sack. Deine Mutter. Ich nehm diesen Sack. Denkt immer doch ich nehm diesen Sack. Ich nehm diesen Sack. Töte das Ding jetzt! Ja, kannst du nicht, ne? mein Sack. Und jetzt hab ich ja noch diesen Zwerg. Du stinkst so nach Backfisch, ne? Und noch Sack. Was? Und noch Säcken. I like ja. Sex. Also Säcke. Dein Eichelkäse riecht nach Smegma. nein, nach Sinn. Säcken. ja, nach Mehl. Nach Mehl. Boah, geil. Was würde passieren, wenn du in deinem Eiersack Silikon reinspritzen würdest? Was für ein Eiersack? In deinen Eiersack. Du meinst den Hodensack. Ja. Yeah. Okay. Das musst du auch deutlich sagen. Was würde dann passieren? Wenn man da was, Silikon? Ja. Dann hättest du einen voll aufgepuppten Sack. Ja. Der so voll hart ist. Du könntest da so ein Bild drin machen, du könntest voll in die Kamera halten, deinen geilen Sack und sagst, ich hab den dicksten Sack ever. Das ist bestimmt voll geil. Glaubst du, dass ich das impotent? Nein. Glaube ich auch nicht. Kannst du es ja mal ausprobieren. Okay. und dann hängen wir da ein Bild dran. Und dann gucken wir mal. Ich möchte, dass du jetzt gerne ein Bild einblendest mit einem Sack, wo Silikon drin ist. Nein. Doch, du googelst Sacks mit Sack. Das google ich jetzt. Ich google. Silikonsack. Warte. Warte. Sack. Eiersack. Eiersack. wieso sagst du immer Eiersack, Mann? Das regt voll auf. Ja, ich muss jetzt Eiersack sagen, weil... wieso kommt der? Weil, wenn ich nur Sack sag, dann, was denn, ne? Dann denkt man vielleicht die Beutel, die hier ins ja, Game rumstehen. Genau. Ja. So ist das. Kannst bitte weggehen, das ist meiner. Nö. Man leider findet nicht. So Sack, so Eier-Dinger aus Silikon. So Eierhalter. Ah nee, hier sieht man einen Penis aus Silikon, einen hässlichen Hund. Aber findet ein Hund aus Silikon. Und wenn ich jetzt Eiersack eingebe, was kommt dann? Dann kommen da Spinnen, die aussehen wie Eier. Gib doch einfach Hodensack ein. Hoden. Okay. Alter, wie fett. Der hat eine Nadel durchgestochen. Und einer hatte mal irgendwie so eine komplette Eiterbeule. Ich bin jetzt zerstört für mein ganzes Leben. Ey, wusstest du, dass ein Hoden eigentlich, meine ich zumindest, ist er blau? Der ist so blau und voll Adern überzogen und so voll abartig. Hä, kannst du rausgucken. Ich hatte schon mehrmals aufgeschnitten und wieder zugenäht. Allein so ein leises Geräusch im Hintergrund. Oh mein, die Nadel ist aufgeplatzt, schon wieder. Oh Manu. So, wir werden jetzt über ein niveauvolles Thema reden. Todesstrafe. Los. Was soll ich dazu sagen? Ich finde Todesstrafe voll nicht gut, ne? Ich will in diesem Fall. Also es kommt drauf an, eigentlich. Aber ich finde, es kommt immer auf den Ganzen. Wo bin ich? Such mich mal. Ich finde nicht jeder Niveau. Mörder. Ja. Ich finde nicht jeder Mörder sollte gleich Todesstrafe bekommen, weißt du? Also ne, ich habe ja natürlich mich informiert. Okay, eigentlich nicht. Ich war nachts und es lief nichts und dann N24 und ja, ne? Du meinst die heutige Englischarbeit, wo es um Todesstrafen ging? Ja, okay. Echt jetzt? Da ging es um Todesstrafen? Ja, in dem Hörverstehungsteil. Oh, ich komme nicht mehr raus! Ach stimmt, ging es echt. Ja, nee. Nee, ich habe diesen scheiß C-Teil komplett übersehen, wo man diese Zahlen hinschreiben musste, diese Ordnung. Und dann habe ich darauf nicht richtig geachtet, dann musste ich das nachher so aus dem Gedächtnis machen und wusste nicht mehr genau, wie ich glaube, das interessiert hier gerade keinen. Ja, doch, euch alle. Nee, auf jeden Fall, ne? Gesehen, wie N24, bla bla. Und hab dann so, da haben diese Typen umgebracht, ne? Okay. Und da waren dann auch so ein paar Typen, die haben das vor protestiert. Aber ich hab mir so gedacht, wer hat die Erlaubnis, legal, jemand anders umzubringen? Der Staat. Ja, aber wenn man jetzt überlegt, früher war das ja so, da waren ja noch hier so, ne? Da waren ja so Ureinwohner. Und da gab's ja auch so einen Boss. Ne? Danach kamen dann so Könige und alles so.
Und die hatten ja so die Wahl. Aber wieso dürfen die das? Aber wieso dürfen die sagen, ja, wir bringen diesen Typen jetzt um, aber wieso darf ich nicht sagen, ich bringe Max jetzt um, weil er mir meine Eier gekrault hat und ich mochte das nicht? Weil das nur sexuelle Belästigung wäre. Ich weiß, aber trotzdem, wieso können die sagen, dass die dich umbringen wollen? Das sind ja eigentlich auch nur Menschen. Und ja, die Gesetze hat ja auch irgendjemand gemacht. Und da ja, aber gedacht, es geht ja darum, dass diese Menschen eine potenzielle Gefahr für den Rest der Menschheit darstellen. Ja, aber ich finde, glaube ich, eine döllere Strafe wäre einfach, die das Rest des Lebens einzusperren. Weil ich denke mir, man muss sich das auch so zum Tode langweilen, dass man irgendwie so, ne? Ich denk, dass man denn davon stirbt. Nein, aber wenn du überlegst, 24 Stunden liegst du in der Zelle, dann darfst du vielleicht oder ein oder zwei Stunden pro Tag, wenn du Glück hast, raus. Kommt drauf an. Einzelhaft. Naja, kommt drauf an, wenn die Leute Angst vor dem Tod haben. Dann ist es eine unglaubliche Folter. Aber weißt du, wenn du denn so lange, wenn du da so 50 Jahre, sag ich jetzt mal, drin bist, wenn du mit 20 da reinkommst und du kommst da rein und du weißt schon, du hast überhaupt keine Chance mehr daraus zu kommen, dann bist du doch schon so, das ist alleine psychische Strafe. Wenn du stirbst, dann bist du zwar tot, aber diese Jahre, die man denn da noch hat, nachdem man gestorben hat oder hätte, die... Naja, ne? Also wenn genau. dann finde ich, müsste man noch jeden Tag die Seife aufheben. Ja. Das gehört dann dazu. Das ist noch psychische Strafe. Dann kommt der Wärter von hinten. Es soll ja jetzt auch so, ich weiß nicht, auf YouTube habe ich irgendwie gesehen, es gibt jetzt solche, es soll solche Pillen entwickelt werden oder LSD soll so verändert werden, dass wenn man die nimmt, dass ein zum Beispiel eine Stunde wie ein Jahr vorkommt oder 20 Minuten wie 20 Jahre. Aber stell dir mal vor, du nimmst diese Pille irgendwie auf Versehen oder die wird dir unter in den Drink reingemischt. Und dann führst du 10 Minuten irgendwie 2 Jahre. Das muss doch irgendwie so auch voll schlimm sein. Ja. Und dann nachher, wenn du dann irgendwie so wieder in den Normalzustand kommst, dann denkst du so, du denkst ja, es wären 2 Jahre oben. Und dann muss man ja selbst erstmal verstehen, die Psyche muss ja dann erstmal verstehen, dass es noch erst 10 Minuten passiert ist. Also ja. Es kann ja nicht sein, wenn du fragst, ey du, hat Lil Cookie Gamer als die 500.000 Abonnenten? Hä, wieso? Es sind doch 10 Minuten erst oben. Hey, ja, nee, das ist bei uns normal. So 10 Minuten, ne? Ja. Ich habe keine Ahnung, wie ich hinlaufen, ne? Ich würde mir nicht nachlaufen. Hey. Nee, die Folge ist jetzt übrigens auch erstmal vorbei. Nein, wir haben jetzt 10 Minuten. Ja, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr dann unser Schwachsinnsgelaber mal wieder ertragen könnt. Wir haben voll das Niveau, ja. Ja, wir sind highest Niveau of the world. Ey, dieser Baumstamm, der ist voll geil. Das hat's wieder bestätigt. Ja, bis zum nächsten Mal. Wenn du diese Häuser anguckst, ne? Die sehen aus wie Hobbithöhlen, die ja, aus über die Luft hängen. Ja, tschüss.